Hallo und willkommen zu einem neuen 7 Days to Die Projekt. Die Mod heißt Winter Project und ja, und der Feljack möchte da jetzt mal reinschauen, was das genau ist. Ich habe es noch nicht einmal gespielt. Ich werde ganz noobig, wie immer, oder wie fast immer ganz noobig, mit euch diese Mod testen. Wir spielen natürlich, wie man oben rechts schon sieht, in der Alpha 17.4 B4. Die Mod soll wohl darauf aktualisiert worden sein und ja, dann würde ich sagen, dann erstelle ich mir jetzt schon mal mein Spiel und dann sehen wir uns gleich in Game. Bis gleich. So, da sind wir. Ja, willkommen in der Winter Mod. Ja, welcome to the Winter Project. Explore and try to survive in the frozen landscape of the Winter Project. Ja, willkommen im Winterprojekt, erkunde und versuche zu überleben und so weiter in dem Winterprojekt. So sieht's hier aus. Naja, bla bla. Alles vereist, wir stehen schon gleich vor einer Stadt. Große Landstriche, nur Schnee, Schnee, Schnee. So, dann schauen wir mal, haben wir erstmal eine Winterjacke, die ziehen wir uns gleich mal an. Und hier gleich so ein... Na, leck hier. Warte mal so. Oh, das leckt aber. Also ich habe auch Probleme gehabt, die Mod zu laden. Ist mir dann auch mal so verkackt ein bisschen. Und... Aber jetzt scheint es zu laufen. Mit meinem Noob-Wissen habe ich es dann doch noch hinbekommen irgendwie. Mal gucken, das war... Hier mal ein bisschen klarkommen. Ja, auf jeden Fall gleich zu Anfang an schon mal eine Schneeschippe. Die kann man auch modifizieren. Müssen wir dann mal schauen. Oha. Nehme ich Schaden? Warum? Oha. Okay. Wahrscheinlich, weil es vereist ist. Ich schwer von aus. Da sieht man schon, da sind Winterzombies drin, ne? Gar nicht gut. Also das bringt uns jetzt auch nichts irgendwie. Ja, Gras kann man sammeln, ohne Schaden zu nehmen. Bäume fällen mit der Hand ist dann wohl nicht so gut. Oh ne, doch nicht. Ich nehme doch manchmal noch Schaden hier. Der Hase backt da gerade ein bisschen fest. Steine liegen an der Oberfläche. Hohennester gibt es auch an der Oberfläche. Dann wäre es mal so, uns versuchen, so ein paar Sachen erstmal zu besorgen. Uns dann schon mal einen Knüppel bauen können. Pfeile und Bogen, wenn es geht. Aber in den Anstein reicht das nicht hin. Oh, das sieht so irgendwie gleich aus. Ich weiß nicht, ob wir gleich schon in die Stadt rennen sollen. Aber ich glaube schon. Wenn wir uns zu weit entfernen. Das war eigentlich nicht mehr, wo die Stadt ist oder so. Also er verletzt sich auf jeden Fall, wenn er mit der bloßen Hand jetzt auf Gras schlägt. Also es tut ihm weh. Ich denke mal, weil es vereist ist, das soll wohl so sein. Aber wir brauchen ja Fasern. Oder müssen so probieren, damit. Ja, damit geht's auch. Animation sieht natürlich ein bisschen daneben aus. Aber nicht schlimm. Dann verletzen wir uns aber wenigstens nicht mehr. Ja, dann lass uns mal kurz den Skilltree gucken. Oh ja.
Es scheint aber derselbe zu sein, oder? Wie Vanilla, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das ist ein Vanilla Skill Tree. Na. Ja, das leckt ein bisschen. Ja, ich bin der grüne Hulk hier. Das ist Feljack Style. Feljack ist immer grün. Na gut. Lass uns mal gleich mal eine Steinaxt bauen. Und hinterher gleich einen Bogen. Und zwei Pfeiler. Dann nehmen wir gleich noch einen Schlafsack. So, wenn wir das hier hinpacken. Das dahin. Schon mal den Bogen spannen. So. Axt in der Hand. Ich mal, die Schneeschuhe brauchen wir halt, um Schnee zu schippen. Logischerweise. Gehen wir mal hier so ein bisschen hier die Ruinen abchecken. Also es scheint auch so, als wenn man den Schnee überall freischaufeln muss, um an Loot ranzukommen. Das sieht nicht so aus, als wenn ich das irgendwie so wegkriege. Also ist die Grabemod hier. Scheint hier die Grabmod zu sein. Da ist noch ein bisschen Loot. Oh, da ist ein Eisbär. Auch cool gemacht, ne? Wenn es ein Eisbär hier schon mal. Oh, da kommen gleich schon Frozen hier. Frozen Tiffys unterwegs. Oh, dann. Einer ist auch frozen, jetzt kommen sie lange wie Zombies. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie überleben. Das hier. Einmal in so ein Tank, ne? Kriechen sie auch rum. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwie an Essen kommen. Eine Jacke haben wir ja, aber. Okay, das ist ganz schön laggy, wenn man da drauf gehen will. Leider, leider. Und ich habe schon einen High-End-Rechner, liebe Leute. Ist ja nicht so, dass ich so eine langsame Krücke hätte. Aber es scheint hier echt viel zu fressen an Ressourcen. Oh, Hilfe! Hilfe! Nein! Ich will nicht sterben! Lass mich in Ruhe, du blöder Eisbär! Oh! Oh, hier geht's auch rein. Noch nicht. Frag mich, was das ist hier. Muss man sich natürlich erstmal schlau gucken hier. Natürlich Hardcore, ne? Also die Mods scheinen schon echt Hardcore zu sein. Ganz jetzt weiter mal erstmal noch ein bisschen Klamotten farmen hier. Es ist, glaube ich, nicht so einfach hier reinzukommen. In diese Häuser. Da oben noch die ganzen Zombies rum. Wildschweine gibt es auch. Da müssen wir ein bisschen zickzack laufen hier. Die ganzen Heinis mal ausweichen. Auch in die Gebäude reinzugehen ist jetzt auch ein bisschen schwachsinnig eigentlich. Ohne hier vernünftig Zeug zu haben. Federn haben wir genug, aber uns fehlt jetzt einfach an Mats halt, ne? Aber so ist das halt. In einer eisüberzogenen Welt. Nach den nuklearen Angriffen hat es die Welt zerfetzt. Und durch die
ganzen Atombomben ist die ganze Welt zugefroren. Natürlich ziemlich beschissen ist für uns. Und das? Hä? Eine Seerobbe? War das eine Robbe gerade? Okay, können wir jetzt aber fällen. Schon mal sehr nice. Können wir zumindest schon mal einen Baum fällen. Der schwankt immer hin und her. Oh, okay. Aber wir müssen ja zu irgendwas kommen hier. Alles ein bisschen sehr naja aus. So. Okay, also, wenn das die Straße da unten ist, dann sind wir ziemlich hoch an den Gebäuden hier. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass das die Gebäude sein sollen. Das scheint ein Kran zu sein. Eine Scheune. Ah, da werden wir uns mal versuchen. Also mal gucken, warte mal, können wir uns ein Frame schon bauen? Bauen wir uns mal kurz zwei Frames. Und ob wir da irgendwie hinkommen. So. Dann werden wir uns hier durchprügeln. Dass wir schon mal zumindest einen Unterschlupf haben. Die Einstellungen sind dieselben, wie ich in Darkness Falls benutzt habe. 1:1 dieselben. So, lass mal hier gucken. Den retten. So. Und dann schauen wir mal, wie lange der Feljack hier überlebt. So. Natürlich sind die alle gefroren, die Zombies. Wenn die so wie sie sind wie in der Darkness Falls, dass sie richtig hart sind, würde das natürlich ein Problem werden. Na, da drüben ist der gute Stuff. Aber da liegen auch zwei. Lass mir das mal alles sneaky sneaky hier rausholen. Da werden wir erstmal einen Frame drauf ziehen, dass er. Dass keiner einen rüber sammelt. Scheint aber keiner zu sein. Der Laufsack ist hier. Oh ja. Oh ja. Wir haben gleich einen Compound gefunden. Sehr, sehr nice. Hat der 25,45. Der hat 29,54. Natürlich klar, ne, was wir nehmen. Hat das schon? Können wir noch mehr Pfeile machen? Oh ja, jetzt können wir ein paar mehr Pfeile machen. Natürlich keine Steine mehr. Warte mal kurz hier. Rappen wir es einmal. Und dann machen wir halt nochmal. So. Und dann versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Ich werde jetzt einen hier mal weghauen. Oder den ganzen Balken am besten. Damit sie hier nicht rüber tigern können. Wir können ja an der Seite lang gehen. Aber die können hier nicht rüber. Das heißt, sie gehen einer unten. Oh, die können ja rüber springen, ne? Aber wenn wir halt ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig spielen hier. Leider. Am Anfang schon gleich Hardcore. Da komme ich nicht mal ran. Gut, dann probieren wir es jetzt. Gucken wir mal, wie hart die Brüder sind. Was geht. Zittert.
Na komm. Ist er? Wiedersehen. So, wir sneaken dann. Wir hier runter. Shit, ich glaube, wir fallen hier runter. Holz haben wir noch, schön. Ja, dann sprayen wir uns halt drüber. Oh. Noch einmal. Meine Pfeile wieder. So, sehr schön. Gleich ein Waffenrucksack hier. Was haben wir hier? Gleich, sehr geil. Richtig schön Action hier. Ich schon mal Gewehre abkassieren, Gewehr, eine Pistole. Das nehmen wir uns auch mal mit. Und gleich ein Eisenknüppel. Sehr schön. Dann werden wir uns auch gleich mal hier unser Lager provisorisch mal. Oh, hier ist noch ein. Ja, hier müssen wir uns dann mal kurz einen Frame draufsetzen. Hier setzen wir uns den Schlafsack hin. Was wir jetzt nicht haben, sind Steine, ne? Wenn wir also nicht die Axt reparieren. Ich hoffe, sie hält noch ein bisschen. Ich zweifle das natürlich gerade. Eine Schaufel noch gekriegt. Und was boxen wir jetzt das Ding auf? Das war's. Da kriegen wir das hier vielleicht auf. Bin nicht so effektiv. Habe ich so ein bisschen Holz gekriegt. Geht auch. Mit der Schneeschippe. Warte mal. Haben wir ja. Die mal trotzdem hier rein drin lassen. Leckt auch sehr stark, finde ich. Eisen haben wir noch nicht. Ja, kriegen wir nur die falschen Teile raus. Hier kriegen wir 30 raus, das ist schon mal gut. Muss man halt ein bisschen umdenken jetzt. So, haben wir. Und dann können wir den Scrappen, wollte ich gerade sagen, reparieren. Ja, das geht leider nicht. Die kann man auch nicht reparieren. Was ja logisch ist. Ja, komm, dann hauen wir den mit dem Knüppel jetzt weg. Haben wir zumindest schon mal einen Knüppel. Ich spiele auf Schwierigkeitsgrad Nomad, wie immer. Um Mods zu testen, spiele ich immer Nomad. Oh ja, noch ein Gewehr. Sehr fein. Das ist dasselbe, ist ein Jagdgewehr. Dann wir das Scrappen hier. Dann haben wir. Oh, hier nehme ich noch eins. So, jetzt lass mal schauen. Jetzt will ich gerne die Schippe raus. Und die rein. Dann haben wir uns gleich den Zement hier mit. So. Ja, ja, die Ausdauer. Müssen wir mal gucken, was unten noch alles so ist. Hier ist noch einiges, was wir abfarmen können. Würde ich sagen, wird das erstmal unsere Main Base hier. Vorsicht, erstmal. Ach ne, wir brauchen keine noch nicht. So, dann lass mal schauen. Und die Treppe ist auch weg hier. Hier ist sie nicht da, die Treppe. Hat's einer gehört?
Ich schleiche auch gar nicht mehr. Müssen dann Steine kommen, ne? Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber, oder? Gehen wir hier lang. Prügelt er denn rum? Er draußen oder wo ist er? Nix. Er gräbt sich da oben durch. Er ist draußen irgendwo. Über uns zu sein. Wo ist er jetzt durch? Hocken er sich durch? Gute Frage. Jetzt werden sie aber hier. Wollen sie mich aber richtig eine Krawatte kriegen, die Jungs? Prügeln sie alle. Oh, nee, warte mal, wie machen das anders? Geh doch nochmal raus. Mal gucken, was sie hier machen. Die Brüder. Der ist mal einen aufgezimmert und die ganze Hütte zu Klump haut. Lass meine Base in Ruhe! Lass du meine Base in Ruhe! Das ist meine Base! Wo ist der andere Spaß? Da ist noch einer. Eine Ausdauer. Also sind Holzfäller jetzt auch Spider oder was? Wiedersehen. Scheint aber noch irgendwo einer zu sein. Kann sein, dass da unten drin ist. Ja, wenn wir schon mal draußen sind, dann können wir mal schnell hier ein paar Steine holen, dass wir unsere Axt mal wieder reparieren können. Da ist noch jede Menge Holz. Beruhigen die sich ja auch wieder eine Runde, hoffe ich. Also manche Sachen drin, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Auch das brauchen wir noch gar nicht. Den Schnee brauchen wir auch noch nicht, hoffe ich. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, lass mal, ist egal. Behalten wir dann mal kurz. Aber ich sehe gerade schon Stahlpfeiler. Am Junge. So. Wieder sehen. Meine Pfeile wieder. Hier. Ja, wenn man wüsste, was unter diesen ganzen Sachen ist, ne?
Müsste wissen, was da drunter ist. Wäre mal echt schlauer. Wir scheinen wirklich sehr weit oberhalb von der Erdoberfläche zu stehen. Das Schein, das ist so. Sieht man ja der Scheune, wo wir drin sind. Lass mal das ganze Holz hier wegfarmen. Ich denke mal, das ist sehr sinnvoll. Dann gucken, dass wir besser an bessere Steine kommen. Hier ist mal die zwei, drei Steine hier von Erde aufheben. Das wird wohl auch nicht der Bringer sein. Ein bisschen Holz wieder. Mal rippen, ein falsch. Wie viel Stein haben wir denn? Zwei Steine, aha. Oh ne. Erstmal die fetten Schlag reingedrückt. Mit der rechten Maustaste. Musste mal sein. Federn. Scheint einiges an Geiern zu sein. Na gut, dann gehabt euch wohl. Ich bin da mal weg hier. Soll ich mich jetzt aufgehalten an den Geiern? Keinen Bock drauf. Es war lieber noch ein paar Steinchen hier. Das ist ein Fuchs oder was? Lieber noch ein paar Steine so sammeln. Mal lieber noch die Scheune weiter erkunden ein bisschen. Ich finde das schon, auch wenn das ziemlich öde rüberkommt ein bisschen, aber irgendwie hat das was, finde ich. Es ist schon eine gewisse Spannung da, ne? Also es ist irgendwie, man möchte halt überleben. Und man versucht natürlich jetzt erstmal die Gegend zu erkunden. Was ist was und so. Das muss man jetzt erstmal alles rausfinden. Wo müssen wir hin? Was, ja, was ist was? Wie baue ich mir am besten eine Basis? So eine Sachen halt. Ein Schlafsack. Da liegt einer. Können wir auch weg, Mann. So, und dann machen wir hier mal zu. So, Pi mal Auge halt. Kommen wir mal weiter in Beton hier ein. Dann haben wir auch bald gleich schon den Level ab, den ersten. Die Folgen werden übrigens immer so zwischen 30 und 40 Minuten gehen, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich werde es mal so lange spielen, wie es mir Spaß macht. Und natürlich, wie die Reaktion ist, wie gut es bei euch ankommt. Ich schaufel jetzt gleich hinüber. Jetzt ist sie wohl kaputt. Das ist aber eine Eisenschaufel, das heißt, die können wir nicht reparieren. Wofür ist das? Okay, ein DVD-Video. Er wundert sich, was da drauf ist. Ja. Wenn es jetzt noch einen DVD-Player gibt und Strom und so eine Sachen, das wäre schon cool. Ja, das dauert zu lange. Ja, damit kann ich es nicht abbauen. Natürlich nicht. So, den auch noch hier. Und dann haben wir erstmal eine Unterkunft hier und können uns von hier dann
fortbewegen und gucken, was gibt es noch alles in der Welt. Wie kann man hier am besten überleben? Wo kriegt man seine Nahrung weg, sein Wasser? Ich denke mal, wenn wir einen Topf haben, können wir Wasser abkochen durch den Schnee. Das heißt, das wird endless sein hier. Und ich glaube auch, dass es wohl sinnvoll ist, dein Werkzeug erstmal hoch zu skillen. Oder die Temperaturresistenzen. Dann mache ich das wieder weg. Falls sie dann doch reinkommen, müssen wir halt hier drüber gehen. Okay, da ist nichts passiert. Ich werde das hier mal wegmachen. Wenn wir hier nachts rumschleichen müssen. Dass nicht gleich überall am Knistern ist. Auch falsch. Vielleicht wird das Nötige wegbasteln schon mal. Dann werden wir oben gleich mal dicht machen. Und ein Feuer machen. Damit wir es auch schön warm und gemütlich haben. Aber kein Geräusch von sich gegeben. Doch jetzt. So, er gibt gar kein Geräusch von sich. Ich bin schon wieder irgendwo rum hier. Weiß noch nicht wo. Wir haben noch ein paar Frames hier. Am besten setzen wir die hier hin. Ja. Ein paar mehr bauen. Wir könnten wir wirklich. Machen wir aber mal 30. So. So, hier so einen abgeschirmten Bereich ein bisschen haben. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Mal ein bisschen durchrechnen hier. Hinhauen, aber die wieder wegmachen. Darf es aber auch noch mal weg. Die Kiste zählt irgendwie als Schutz oder so. Kann eigentlich auch hier auch wegmachen. Ist jetzt eine kleine Hütte. Gut, da jetzt nicht weiterkommen. Weil hier so ein blöder Holzrahmen ist. Den auch mal wegmachen. Steine, na, vier noch. Lass mal wegbauen hier. Wenn es dazu. Oder machen wir doch noch einen weiter? Wir werden doch noch einen weiter. Wir müssen es hier ein bisschen dicht machen. Das hier dieser blöde Holzrahmen. Fenster bekommen wir dicht. Lampe nicht. Ja, mein Lieben, ich hoffe, dass das irgendwie. Ich kann sogar noch beim Sparen hier. Gehen wir einfach hier wegmachen. Die Extremes. Braucht ja keiner. Also auch nicht. Wir müssen ein bisschen Holz sparen. Ich ungefähr wisst, was ich hier vorhabe. Erstmal nur so eine kleine Mini-Unterkunft. Nichts von Welt. Das wird hier keine Mainbase oder so. Soll uns nur erstmal vor den Wettereinflüssen ein bisschen schützen. Ist
doof mit der Lampe, ne? Soll ich auch die weghauen? Ja, wir kriegen da keinen Frame hin. Zieht das dann nachher durch wie Hechtsuppe. Wenn wir uns jetzt mal. Hier geht das gar nicht. Hier, ne? Ja, auch nicht. Wie hieß das Ding nochmal? Klappe oder so? Hausklappe. Die wollte ich haben. Eine Kiste können wir auch schon mal machen. Ja, genau. Und das weg. Ich weiß nicht, ob das ja als das als Block zählt, der dann auch zu ist. Den werde ich jetzt erstmal wegmachen. Vorsichtshalber. Und dann wollen wir eine Holztür. So. Ja, die geiern da unten noch rum. Unten, oben, ich weiß nicht, wo sie sind. So, bis auf das Licht, hier ist noch einer offen. So, achso, wir kriegen das ja nicht dahin wegen dem komischen Balken hier. Dass, wenn es wirklich, ich weiß ja nicht, wie es in der Mod abläuft, nachher ein Schneesturm kommt oder so, dann will ich lieber auf der sicheren Seite sein. Und, ja. Siehst du, wir müssen unbedingt Steine finden. Das heißt, wir haben jetzt aber erstmal eine Unterkunft. Das glaube ich jetzt auch weg. Auch beschissen. Weil wir brauchen Platz für den Schlafsack hier noch. Da haben wir auch nichts gehabt. So, Schlafsack. Gesetzt, dann haben wir erstmal so eine Halbwegshütte hier. So, dann gucken wir mal weiter unten jetzt. Oh, guten Tag. Ja, er rauft es gerade nicht. Ja. Scheint es nicht zu raffen irgendwie. Oh, dann komm noch zurück hier. Rennt denn der hin, der Horst? Er rennt erstmal in der Gegend rum. Gut, dass er es nicht rafft, wie man da hochkommt. Dann jetzt hin. Da unten hat er sich durchgeprügelt. Da haben die sich durchgeprügelt, aber was ist denn da unten? Gibt es unter dem Schnee noch irgendwie eine Art unterirdisches System oder so? Eine gute Frage. Naja. Ganz außer verballert.
weg. Der ist auch weg. Hier wenigstens ein Fall wieder? Naja. Ah, okay, hier ist noch was. Ein Geheimgang. Uns natürlich auch nichts nutzt, da es sind auch. Da ist nichts nützt, also ist schon ganz geil, aber. So. Mal aufnehmen hier. Noch so ein Gang. Okay. Hier kommen sie auch. Das sind die Farmer Boys. Das waren mal die Farmer Boys. Aber auch nicht mehr. Oh ja, schon mal einen schönen Knüppel gefunden wieder. Mal können wir mal abfangen. Dann haben wir schon mal einen Knochen. Dann weg. Aus mal weg. Hier haben wir gleich eine schöne Schrotflinte gefunden. Sehr nice. Da haben wir leider nur 5 Schuss. Können wir uns schon mal eine Knochenklinge basteln. Auch sehr schön. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Muss mal gucken, was brauchen wir und was nicht. Ja, ist ganz nett, aber nee, weg will ich nicht. Die Leute packen sich jetzt wahrscheinlich vom Kopf und denken sich, mein Gott, was macht der da? Schön. Ach, schon wieder so eine blöde CD. Ich schmeiß sie jetzt weg, ey. DVD-Video und Sammel Christmas Audico. Ja, aber das kann man immer noch machen, wenn man dann soweit ist, ne? Scheint aber nichts zu sein. Auf jeden Fall nur der Schweinestall. Ist wohl auch noch irgendwas hinter. Doch nicht. Doch. Ist noch was hinter. Man muss das hier erstmal alles frei buddeln. So, jetzt Reparatur gibt es nicht mehr. Ansonsten, ich finde mal Steine. Ich werde gleich meine Erde probieren. Okay. Nichts großartig hinter. Ja, auch nicht. Natürlich der Nachteil, die können ja runterfallen, ne? Das ist natürlich wieder ein bisschen schlecht dann. Na komm. Ja, meine Lieben, ich sehe schon, wir sind bei Minute 42 angelangt. Ich würde sagen, Überlänge, macht aber nichts, erste Folge. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was Herr Feljek noch hier so erlebt und was hier noch alles so versteckt ist, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Aktiviert die Glocke neben dem Abo-Button, um kein Video von mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. In dem Sinne, sagt euer Feljek, bis zum nächsten Mal. Tschüss!